Stier, Hallihallo, Wochenbotschaft, 11. bis 18. Dezember. Lass uns einfach mal dir einen kleinen Einblick geben, okay? Wow, es geht bald hoch her. Bald hoch her heißt es, in der Persönlichkeitsentfaltung, in der persönlichen Findung, ja, im Außen, was ist das, was von deiner Außenwelt kommt, ja, wie regelst du mit deiner Familie, was ist mit deinen Kindern, falls du hast, aber auch es geht hoch her im Inneren, das heißt, dein Temperament, ja, deine rationale Art manchmal, Stier, wird in Verbindung stehen können, nächste Woche sehr präsent mit deinem Herzen, das heißt, es ist sehr wichtig, dass du, wenn du eine Begegnung hast, ja, mit deinem inneren Ich, wenn du eine Begegnung hast mit jemandem vom Außen, der dich triggert vielleicht, wenn du merkst, ja, dass aus der Vergangenheit etwas wieder hochkommt, was dich wütend stimmend lässt, schau es dir an, sei dankbar für die Erfahrung, erwarte nicht schnelle große Schritte, sondern mache kleine Schritte, die erfolgreich sind, ja. Lasse den Glanz deiner inneren Schönheit leuchten. Fasziniere die Menschen durch dein Lächeln, durch deinen Charme. Das Glück wird auf deiner Seite stehen in der kommenden Woche, in einem bestimmten Bereich, was du persönlich erzielen möchtest. Die Frage ist nur, was ist für dich wichtig? Deine innere Ruhe, deine Stabilität, deine Finanzen, dein Auto, deine Kohle, ja, dein Lidstrich, vielleicht dein Nagellack oder einfach dein komplettes Wohlbefinden. Komm aus deiner Zone des Komforts raus, nächste Woche, okay? Ein großer Plan steht vor der Türe für unsere Stieregeborene. Die Vergangenheit kann immer nochmal involukriert werden, aber lasse sie dann ziehen. Das heißt, du wirst in der Liebesebene aufräumen, in der emotionalen Ebene aufräumen, in allen Ebenen. Die Finanzen werden nicht einmal das dramatische Thema sein, sondern unser Stier darf das gesamte Bild betrachten, kommende Woche, und dann entscheiden, ja, nehme ich das Glück an oder nehme ich das Glück nicht an? Bin ich bereit, ja, aus allen Perspektiven, aus allen Winkeln zu sehen? Bin ich bereit, alles aufzugeben, alles zu opfern, ja? Bin ich bereit, mich nicht von den Toxinen bremsen zu lassen? Und bin ich bereit, diese Herausforderung anzunehmen? Ja, du bist bereit, Stier. Zeige, was in dir steckt. Treffe die Entscheidung, egal worum es geht. Es ist nur zu deinem höchsten Wohle. Stier, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Alles ist erlaubt, ja? Denk dran, private Legung. 2 Termine habe ich nur noch für Dezember. Solltest du echt einen dringenden Notfall haben, schreib mich an. Wenn ich spüre, es ist echt ein Notfall, bekommst du am selben Tag noch einen Termin von mir. Okay? Also Stier, kommende Woche heißt es, bringe Verständnis, Liebe, Klarheit in dein Inneres und in dein Äußeres und traue dich wirklich nach vorne zu schreiben. Ohne Reue nach vorne. Von mir aus alles Liebe, Stier, und wir hören uns. Bye.